Der Lovefield Airport in Dallas, Texas. Eine Frau in einem schwarzen Kapuzenpullover kommt aus einer Toilette und läuft seelenruhig durch den Check-in-Bereich des Flughafens. Dann bleibt sie stehen, sieht sich kurz um, holt eine Waffe aus der Tasche und schießt mehrfach in die Luft. Sofort lassen sich die anderen Passagiere in der Nähe auf den Boden fallen. Einige rennen noch davon. Doch glücklicherweise ist auch ein Polizist in der Nähe und kann Schlimmeres verhindern. Sofort zieht auch der Beamte seine Waffe und richtet sie auf die Frau. Er fordert sie auf, ihre Waffe niederzulegen. Als sie das nicht tut, zielt er auf ihre Beine und drückt ab. Die Frau bricht zusammen. Der Polizist wartet noch auf Verstärkung. Dann wird die Verdächtige festgenommen. Anschließend wird sie in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr. Augenzeugen berichten später, die 37-Jährige habe, bevor sie die Schüsse abgab, wirr über Ehe- und Haftstrafen geredet und angekündigt, den Flughafen in die Luft zu jagen. Wie spätere Untersuchungen am Tatort zeigen, hatte die Frau auch nicht nur in die Luft, sondern auch auf den Polizisten geschossen, der versucht hatte, sie zu stoppen. Sie muss sich jetzt wegen schwerer Körperverletzung gegen einen Beamten vor Gericht verantworten. Über das Motiv der Frau ist nichts bekannt. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Montag. Jetzt wurden die Überwachungs- und Bodycam-Videos von der Polizei in Dallas veröffentlicht. Sie erhofft sich so weitere Hinweise für die Untersuchung des Falls.